Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ihr wundert euch wahrscheinlich, dass ich jetzt hier irgendein komisches Game habe und das hier ist ein Game namens Beware, was jetzt ich leider nur die zweite Demo bekommen habe. Also eigentlich die zweitälteste Demo. Es ist ein Horror-Game und ihr fragt euch jetzt so, warum spielt der Typ ein Horror-Game? Weil ich einfach gedacht habe, okay, komm, es ist kein schlimmes Game so. Es hat so eine Horror-Atmosphäre. Die Leute, die dieses Game nicht kennen, können ja mal bei Tulfa oder so vorbeischauen, einfach mal eingeben. Es gibt leider nicht so viele Videos darüber. Und ich habe gedacht, komm, da das Game jetzt momentan free ist, ich würde die neuesten Updates bekommen, müsste ich aber ein Patreon irgendwas bezahlen und dann würde ich jeden Monat das Neueste bekommen. Aber jetzt keinen Bock zu. Deswegen, ich will das Game erstmal nur so mal gucken, wie es ankommt bei euch und ob es mir überhaupt Spaß macht, weil wenn ich ein Game mehr kaufe und das mir gar nicht spiele, ist scheiße. So, ich würde sagen, wir haben genug gelabert. Beware ist halt ein kleines Horror-Gamechen, wo wir ein paar Dinge machen können, aber oh Gott, ist das Game gerade laut? Aber wir können auch wir werden auch verfolgt. Das kann ich euch jetzt gleich zeigen, wenn wir da sind. Jetzt müssen wir erstmal den richtigen Weg wieder finden. Da hatte ich gerade eben auch Schwierigkeiten. Ich habe mal eine Testrunde gemacht. Ich habe es geschafft, auf jeden Fall an den Leuten dran vorbeizufahren. Ja, es gibt jetzt Leute, die mich verfolgen und mich töten wollen. Keine Ahnung, was hier vorher passiert ist. Was die Vorgeschichte ist. Warum das hier so ist. Nee, ich glaube, ich musste rechts, oder? Mal schauen. Auf jeden Fall gibt es hier Leute, die mich verfolgen. Wir können ja all den Strom anstellen und solche Sachen. Es ist halt immer noch nicht komplett raus, das Game. Also wenn wir das jetzt... Oh, warte, ich muss da hoch. Und wir haben auch Damage. Wir kriegen auch Damage. Ne, das war der falsche Weg jetzt, oder? Leute, ich bin gerade leicht verwirrt. Tut mir leid. Nee, das ist falsch. Das ist falsch. Hier wollen wir nicht hin, das ist falsch. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Genau. Man kann hier schon was erledigen. Aber es ist halt noch nicht, es ist halt noch Alpha. Und es ist die zweitälteste Alpha, die es gibt. 2019, irgendwann 2019 kam der raus. Erst im Juni oder so. Oder Januar. Ich muss gerade überlegen, wie ich gerade eben gefahren bin. Das ist halt immer noch das, was ich gerne vergesse. Ich weiß, was man machen muss, aber ich weiß nicht wo und wie und was. Weißt du? Wir gucken uns das Game jetzt erstmal ein bisschen an. Ich will jetzt erstmal hier rauskommen und das machen, was gemacht werden soll. Okay, jetzt bin ich hier. Hier muss ich nachher rechts abbiegen, oder? Ja, hier hoch. Soweit ich weiß, war es hier hoch. Okay, ich nehme in anderen Aufnahmeprogrammen auf, weil OBS laggt. Ich kann hier zwar vertikale Synchro anstellen, ist aber dann doch nicht so gut für das Game. Okay, da vorne ist das, was wir sehen. Da erkläre ich euch jetzt gleich mal was. Okay, wir bleiben jetzt hier mal stehen, damit wir nicht direkt entdeckt werden erstmal. Damit wir in Ruhe, damit ich in Ruhe weiterlabern kann. Und zwar ist das hier ein Damm, wie man es unschwer erkennen kann. Und da in diesem Gebäude da hinten sind Leute, die mich töten wollen. Also sprich, das sind irgendwelche komischen Viecher. Frag mich nicht ganz genau, welche. Aber da stehen, auf jeden Fall, es sind irgendwelche komischen Viecher. Einer geht die ganze Zeit da rum. Man kann den austricksen, wenn er gerade in die andere Richtung geht. Kannst du dran vorbeifahren, aber am besten Scheibenwischer. Weiß ich nicht, ob die Geräusche machen, aber ich mache Scheibenwischer und Licht aus. Licht auf jeden Fall ausmachen und relativ leise dran vorbeifahren. Das habe ich gerade eben beim ersten Versuch geschafft. Komischerweise. Wenn wir da jetzt normal dran vorbeifahren, spottet der Typ, der uns da oben läuft. Vielleicht kann man ihn sehen. Spottet der Typ uns und dann verfolgen die uns. Steigen ins Auto und verfolgen uns. Da gibt es tatsächlich zwei Fahrzeuge. Wenn wir den einen Abgang haben, dann... Ah, okay, es gibt insgesamt drei. Aber hier am Damm gibt es nur zwei. Und ich glaube, es gibt sogar vier, aber... Ja, nur was jetzt erstmal in dieser Demo drin ist, weiß ich jetzt nicht. Wenn wir jetzt hier dran vorbeifahren, ganz laut mit Licht an und er uns spottet. Er wird uns spotten, wenn wir das so machen, wie ich gerade gesagt habe. Dann verfolgen die uns. Ein Auto von denen. Da stehen aber zwei. So, wenn wir den einen Abgang haben und kommen nochmal hier hin, dann kommt der andere und verfolgt uns noch. Das heißt, wir haben zwei Autos, was auf die fahren auch die ganze Zeit auf der Map rum, ne? Also, wenn ich den ersten Abgang habe, kann es sein, dass ich den irgendwann nochmal begegne, ne? Aus Zufall, weil Baum. Und es gibt noch einen dritten. Da muss ich jetzt mal selber überlegen, wo der nochmal war. Genau, hier fährt ein Bus rum. Wenn wir den gesehen haben oder in der Nähe waren oder ihn überholt haben, hinter ihm hergefahren sind, irgend so eine Kacke, dann haben wir noch ein Auto, was uns verfolgt. Und beziehungsweise, wenn wir im Bus sind, sind diese Verfolger, die hier sind, hauen die ab. Die haben anscheinend Angst vor diesem Bus und dafür verfolgt uns aber ein anderes Auto, was irgendwie von dem Bus kommt. Keine Ahnung. Ich habe genug gelabert. Jetzt sagen wir, wir fahren jetzt einfach mal normal hier rum entlang und dann seht ihr, was ich meine. Da, der Typ hat uns gespottet, laufen los, da sind die Autos. Vielleicht hat man es hier gesehen. Und jetzt geht gleich Licht an und Musik, genau.
Die habe ich gerade eben noch nicht gehabt. Ich habe keine Ahnung, wie die fahren. Die sind auf jeden Fall sehr gut im Fahren. So, das weiß ich von den ganzen Videos, die ich mal gesehen habe. Ich habe ein bisschen Schiss, aber ich weiß, dass das Game nicht schlimm ist. Es ist nicht schlimm. Du kannst jetzt zwar sterben, aber das ist das Einzige, was du machen kannst. Oh Gott! Nee! Ich würde gerne wieder auf die Straße. Dankeschön. Ich kann noch nicht so gut mit... Ich kann nicht so gut fahren, noch nicht. Ich fahre das zum zweiten Mal jetzt hier gerade. Ich musste mein Lenkrad ausstecken, weil das irgendwie Probleme damit hatte. Die Kamera hat sich die ganze Zeit nach hinten bewegt. Oh Gott, die sind sehr nah hinter uns. Okay, wir versuchen die jetzt mal irgendwie abzuhängen oder sowas. Erstmal überhaupt das zu reißen. So. Wir fahren jetzt mal geradeaus. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ich kenne den Weg noch nicht. Ich habe noch nicht alles... Oh mein Gott, sind die nah. Die rammen mich gleich. Von rechts. Oh ja. Oh ja. Oh Gott, Alter. Das ist ein ziemlich scheiß Damage schon. Wir haben sehr, sehr guten Damage da mitgenommen. Oh Gott. Einen sehr schlechten Damage haben wir. Wir sind nicht mehr gut unterwegs. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr viel, dann sind wir tot. Das war jetzt natürlich nicht gut für uns. Gar nicht gut. Es gibt auch eine Handbremse, aber damit muss ich erstmal klarkommen. Und die habe ich jetzt noch nicht benutzt. Und die können auch aussteigen und dann sterben die. Töten die mich. Deswegen lassen wir die lieber nicht aussteigen. Und wenn die viel... Ich glaube, die können auch zu viel Schaden haben und dann hören sie ab. Das war kein guter, guter Rückzug. Oh Gott, die sind direkt hinter mir wieder. Das sind aber auch hartnäckige Leute. Warte mal, was? Wo sind die? Ah, da, okay. Ich dachte gerade, ich hätte sie abgehangen. Für eine Sekunde habe ich das gedacht. Ich nehme mit GeForce Experiments auf. Wegen OBS. Ich habe jetzt zwei Audiospuren. Das heißt, die Mikrofon-Audiospur ist einzeln und das Desktop-Audio... Oh nein, das ist ein scheiß Weg. Das ist ein sehr Kackweg, ich weiß das. Oh, oh. Au! Und wir können hier auch stecken bleiben. Bitte nicht. Lass mich hier raus. Aber weißt du was? Die haben sich jetzt... Nein, die drehen sich jetzt so. Dreht euch so. Ja, let's go, let's go, let's go. Ah, sie sind trotzdem noch nah. Oh Gott, Alter. Ja, moin, hat uns gar nichts gebracht. Perfekt. Warte, ich fahre wieder in die Richtung, wo wir gerade wieder herkamen, oder? Nein, wir fahren komplett woanders hin. Boah, Alter, ich bin fast tot, glaube ich. Also es dauert nicht mal lange, bis ich mich selber geschrottet habe. Ich muss erstmal klarkommen auf diese Steuerung, Junge. Es ist zwar WASD und so, aber ja. Ne? Jedes Game fährt sich anders. Fahrphysik. Nennt man das. Oh nein, fahren wir wieder zum Damm. Der rammt nicht. Okay. Oh Gott. Boah, ich bin gleich tot. Safe. Verpisst euch. Keiner möchte euch. Los, weg euch. Weg mit euch. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das Game findet. Ich fände es jetzt gerade nicht so schön. Das geht eigentlich voll klar. Oh Gott. Aber. Bin sehr am Arsch. Ach, die juckt es ja gar nicht. Eigentlich müsste es die irgendwann jucken, wenn sie zu viel Damage haben. Aber anscheinend haben sie kaum noch Damage. Das sieht so aus, als hätten sie kaum Damage. Aber ich bin so gut wie am Arsch. Und die sind halt auch schneller als ich. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, habe ich irgendeinen so ganz alten Skoda. Das spielt, glaube ich, in den 90ern. Also in den 1970er Jahren. Ah! B! Aua! Lass mich hier bitte mal raus. Ey, so wird das nichts! Noch sind sie nicht ausgestiegen. Kein einziges Mal. Aber die gehen mir echt schon hartnäckig auf den Pisser. Oder? Hör doch einfach auf. Oh mein Gott! Ich bin gleich tot. Sowas von. Es müsste eigentlich gar nicht mehr so lange dauern. Komm! Ah, der kommt auch nicht aus dem Fleck, der Typ. Waren gerade noch am Drehen. Hätten wir jetzt easy wegfahren können, wären wir aus dem Weg gekommen. Ja, wir fahren gerade schon wieder zum tausendsten Mal denselben Weg. Aber egal, ich will hier irgendwie mal die abhängen oder irgendwas schaffen. Naja, egal, wir erkunden ein bisschen. Nein. Oh. Nee. Ich nehme nur ein paar Abkürzungen. Alles gut, mir geht's gut. Okay, die Abkürzungen haben mir wirklich gar nichts gebracht eigentlich. Da ist eine Brücke. Okay. Alter, du darfst auch nicht so hart bremsen mit diesem Scheißteil. Wie schnell die sich drehen. Ist doch nicht mehr feierlich. Und unser Auto ist so am Arsch. Das ist ja nicht mehr normal. Ich bin so am Arsch. Was soll ich noch machen? Ich freue mich eigentlich, wenn die volle Version rauskommt. Ich glaube, die werde ich schon mehr holen. Oh, juhu. Abib.
Ich dachte, die stecken fest. Okay, schnell, 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 schnell. Die müssen noch drehen. Schnell, schnell. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit gut gemacht. Ich weiß nur nicht, wo ich bin. Oh, oh. Wo ist Weg? Wo ist Straße? Hier ist Straße. Oh Gott. Was ist hier? Ende. Leitplanke. Ich mach mal Licht aus. Vielleicht haben sie mich schon verloren. Nee, haben sie nicht. Ich sehe jetzt gerade aber auch selber nicht, wo ich hinfahre. Oh, da ist ein Zaun. Warte mal, wir haben sie, glaube ich, abgehangen. Ja! Oh mein Gott, wir haben die abgehangen! Nein, sie haben uns wieder gesehen, weil ich, glaube ich, Licht angemacht habe. Oh mein Gott, bin ich dumm! What? Scheiße, es war einmal kurz, haben wir die abgehangen. Einmal kurz. Einmal. Ich glaube, das lag daran, weil ich Licht angemacht habe. Oder zufällig die den Weg gefahren sind. Aber die sind noch weit hinten, glaube ich. Okay, konzentrieren, konzentrieren. Nein, das ist nicht konzentrieren. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob wir hier lebend nochmal rauskommen. Oh nein, wir stecken fest, Leute. Oh nein. Aber warte, wir können noch rückwärts irgendwie. Sie sind ausgestiegen. Sie sind schon ausgestiegen. Ah! Hilfe! Ich will nicht sterben. Ich weiß nicht, wie weit ich zurückfahren kann, wann irgendwas kommt. Oh mein Gott, die kommen immer näher. Die laufen zum Auto wieder. Ich bin zu schnell für die. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Ich muss mal Licht ausmachen. Theoretisch müsste ich mich mal drehen. Hier vorne drehen, dann sehe ich mehr, wo ich hinfahre. Aber was ist denn hier? Lass doch hier einfach geradeaus fahren. Können wir das nicht? Oh, das sind die Leute. Gar keinen Bock auf die. Ach nee! Warte mal, wir sind nur ein Stück zurückgekommen. Oh, wait. Oh mein Gott, wir haben uns befreit. Wir haben uns befreit, oh mein Gott. Aber das Auto ist, fährt uns die ganze Zeit hinterher. Jetzt fahren wir die ganze Zeit rückwärts. Vielleicht können wir die dadurch verlieren, wenn wir einfach so behindert fahren. Ich sehe aber auch nichts, was hinter mir ist. Ich weiß nicht, wo die Straße sei. Ah, da, warte mal. Warte mal. Hier, hier kommt Straße. Uff. Oh, wir sind hinter der Leitplanke und da ist das Auto, was uns verfolgt. Ja, moin. Kommen wir auch nochmal rüber, oder? Ich weiß nicht, ob wir es hier mal rüber schaffen würden. Ach, wir können auch natürlich gerne die ganze Zeit hinter der Leitplanke fahren, ne? Irgendwann hört die aber auch auf, also so ist es nicht. Oh Gott. Oh nein, bitte nicht. Jetzt tun wir das doch nicht an. Nein, die sind ausgestiegen. Oh oh. Okay. Okay, ich bin tot, Jungs. Leute, ich würde sagen, das war's mit der ersten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst es mich gerne wissen, ob ich diese Demo noch weiterspielen soll. Und ansonsten würde ich sagen, sehen uns wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao. Thank you.